Am 21. Mai fand der 15. Frankenberger Kräutermarkt statt. Organisiert vom Heimatmuseum hatten sich über 40 Aussteller angemeldet. Das Angebot reichte von Gemüse- und Zierpflanzen zu Gartenaccessoires, hochwertiger Keramik in vielen Variationen, Malerei, handgemachten Lederwaren, Trödel- oder Bioprodukten. Alles war vorhanden. Dazu gab es Marmeladen, Säften, Honig aus der Region und Eis vom Bauerneiswagen. Die Naturschutzjugend Frankenberg informierte über Vogelschutz und lud Kinder und Jugendliche zum Mitmachen beim Nistkastenbau, insbesondere Fledermauskästen, ein. Es gab frische Waffeln und andere Spezialitäten. Der Garten, sonst beliebter Veranstaltungsort für Live-Konzerte, gab dem Kräutermarkt ein ganz anderes Flair. Es war weiter, offener und man konnte bummeln und schauen.